Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zur Family Dynamics Challenge. Wie ihr gesehen habt, waren die beiden jetzt beim Arzt und es hat sich herausgestellt, dass zum Glück es nur eine Hormonstörung war bei der lieben Sophia, die die Unfruchtbarkeit ausgelöst hat. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich möchte Hormonstörungen auf gar keinen Fall irgendwie herunterspielen. Das kann natürlich auch zu ernsten Problemen führen. Aber in ihrem Fall reicht es, die richtigen Hormonpräparate zu nehmen und dann wird das Problem bald wieder gelöst sein. Ja. So starten wir. Wir sehen hier gerade Cory, der gerade was gegessen hat. Ich bin überglücklich. Die beiden sind auch überglücklich. Es wird jetzt natürlich noch seine Zeit dauern. Es ist ja klar, dass das jetzt nicht heißt, sie ist jetzt einfach wieder fruchtbar und fertig. Es kann auch sein, dass sie es immer noch so ein bisschen schwierig haben werden. Aber das wird die Zeit zeigen. Jetzt ist vor allem eins angesagt. Es steht jetzt die Hochzeitsvorbereitungen an, mit denen wir leider noch ein bisschen warten müssen, weil ich glaube, wenn es immer noch so ist, wir machen mal hier, aber ich glaube, wir können nicht. Ja, kostet 1000 Simoleons. Wir haben gerade mal 800. Ich habe die beiden nämlich so noch ein bisschen in der Umgebung alles sammeln lassen, damit sie ein bisschen mehr Geld haben. Oh, ihr zwei seid so süß. Aber ich fürchte, das wird gerade noch nichts. Aber Cory möchte noch etwas anderes mit Sophia besprechen. Und zwar würde er sich freuen, sie seinen Eltern vorzustellen. Genau, und das ist, glaube ich, etwas, das wir jetzt in Angriff nehmen. Und ich denke auf jeden Fall, dass Sophia damit einverstanden ist. Und deswegen würden wir die Eltern doch jetzt mal einladen. Dann kann ich sie nämlich auch euch einmal vorstellen. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, Cory lädt jetzt die beiden mal ein. Und hier sind sie nämlich auch schon. Ich konnte sie bisher gut vor euch verstecken, glaube ich. Aber ja, ich habe ihm Eltern erstellt. Die waren ja vom Spiel noch nicht vorhanden. Ich fand das aber für die Story irgendwie ganz wichtig. Und die laden wir jetzt mal ein, damit Sophia sie auch kennenlernen kann. Ich freue mich riesig. Er müsste eigentlich duschen, aber da kommt seine Mutter schon. Ja, sag mal, hallo Mama, schön, dass du da bist. Ich möchte dir unbedingt meine Verlobte vorstellen. Genau. Und ich denke, da ist auch schon der Papa. Da freut sie sich bestimmt oder beide freuen sich da bestimmt riesig. Sie freuen sich beide, wie schön. Also Sophia, komm du doch mal her und stell dich hier einmal freundlich vor bei deinen zukünftigen Schwiegereltern. Ah, ich freue mich. Ja, das sind Corys Eltern. Die Familie Velasquez. Ich habe mich ja immer noch nicht entschieden, welchen Namen wir dann annehmen werden. Ich überlege es mir immer noch. Oder ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Namen ihr denn besser findet für sie beide. Hast du dich beiden vorgestellt? Ja. Ah, wie schön. Unterhalte dich doch mal von mir aus. Ja, Vater ist natürlich gleich am PC. Nein, keine Zweifel über die Hochzeit äußern. Also bitte, lerne ihn doch mal kennen. Nach Karriere fragen und sonst auch so ein bisschen kennenlernen. Ich finde, das ist immer was ganz Gutes, um ein bisschen was über die Sims herauszufinden. Ja, und jetzt unterhält sie sich mit den beiden. Ach, wie schön, die Verlobung hat dein Verlobter schon bekannt gegeben. Frag mir auch mal, er ist arbeitslos und treu. Okay, ich glaube, sie sind beide arbeitslos, ja. Das müssen wir eigentlich auch noch alles aussuchen mit Offiziant und so und Trauzeuge. Ich weiß nicht, wäre das cool, wenn irgendwie einer seiner Eltern Offiziant wäre?
Oh, ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal noch überlegen. Mich nervt es ja immer, dass wenn Sims dann heiraten, dann hast du überall einfach nur noch diese Hochzeit hier, Hochzeit da. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber ich weiß tatsächlich schon, wen wir bei Sophia als Trauzeugen fragen. Und das werden wir heute auf jeden Fall auch noch machen. Ich möchte Sophie wie möglich heute eigentlich vorbereiten. Und ja, ich hoffe, dass wir auch noch das Geld dafür zusammenbekommen. So, aber ich würde jetzt sagen, das war erstmal ein tolles Kennenlernen. Aber jetzt schicken wir die beiden auch mal wieder nach Hause. ja, immerhin haben sich die drei schon mal kennengelernt. Ich glaube, da ist Cory ganz happy drüber. Und das Weitere wird die Zeit zeigen. Oh mein Gott, unsere Kuhpflanze ist groß. Ah, oh mein Gott. Wir füttern mal, spielen mit ihr und streicheln sie. Ach, unglaublich. Das hat jetzt ewig gedauert, aber sie ist tatsächlich groß. Oh, ich habe so Angst. Ich habe Angst vor dieser Kuhpflanze. Also entweder wird sie sterben oder ein Sims wird sterben. Ich weiß es nicht. Ja, hallo. Na, hier hast du ein bisschen Essen. Na, nimm es dir. Oh, wie süß. Ach Gott, ich lieb's, ich lieb's. Was, sie will es nicht? Ja, dann hat sie keinen Hunger, oder wie? Wir müssten ihr noch einen Namen geben. Da könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben. Namen für die Kuhpflanze. Weil ich bin da überhaupt nicht einfallsreich. Die beiden sind wieder wach und ich lasse jetzt Sophia nochmal so ein bisschen Sachen sammeln. In der Hoffnung, dass wir diese 1000 Simoleons zusammenbekommen. Weil ich möchte unbedingt die Hochzeitsvorbereitungen machen. Die beiden wollen so schnell wie möglich heiraten. Und dafür brauchen wir Geld. Und ich habe immer noch Angst wegen der Kuhpflanze. Aber bis jetzt hat sie keinen Hunger. Das ist gut. Wir haben das Geld schon fast zusammen. Ja, wir haben 1000 Simoleons. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen warten. Zumindest bis Cory von der Arbeit zurück ist. Und sie geht heute, glaube ich, auch arbeiten. Ja, es wird wieder knapp werden für die beiden. Aber egal. Es ist, wie es ist. Ich lasse jetzt hier einfach mal noch alles sammeln. Das kommt bestimmt gut. Ja, wir haben jetzt 1316 Simoleons. Das heißt für mich, wir werden auf jeden Fall die Hochzeit schon mal planen. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist jetzt so cool. Oh, natürlich. Wir können hier auch noch unseren Garten verkaufen. Ach, perfekto. Und gießen müssen wir natürlich noch. Die Kuhpflanze ist immer noch nicht hungrig. Oder zumindest sieht sie noch nicht hungrig aus. Aha. Gut, dann füttern wir sie gleich noch. Oh, vor dem habe ich so Angst. Und wir müssen immer noch mehr Blumen bekommen. Es ist schrecklich mit mir. Es ist wirklich schrecklich. Ja, füttern bitte. Kuchen essen wir nicht. Nein, nein, nein. Hier, meine Kleine. Hast du Hunger? Na? Oh, wow. Das war fast unsere Hand. Und Cory hat sogar noch Geld mitbekommen, weil er befördert wurde. Ja, perfekt, Leute. Ich würde sagen, diese Hochzeit kann geplant werden. Jetzt ist die Frage, wann? Wann machen wir diese Hochzeit? Ich möchte nicht mehr zu lange warten. So viel steht fest. Heute haben wir Freitag, Samstag, Sonntag. Montag? Im Winter. Ich muss die Jahreszeit ändern. Ich will noch keinen Winter. Das machen wir gerade schnell. Moment. Das machen wir hier ganz schnell. Jahreszeit wechseln. Frühling. Ja, weil ich finde, das ist, wir haben jetzt auch selbst zwar teilweise noch ein bisschen Schnee, aber hier im Spiel wollen wir auf keinen Fall mehr Schnee haben. So, okay, jetzt zurück zum Thema. Yay! Übrigens, das seht ihr gerade hier, habe ich auch noch so ein paar Anpassungen gemacht im Kalender. Zum Beispiel gibt es den Elterntag, der wäre jetzt morgen.
Natürlich Ostern habe ich hinzugefügt, den Liebestag und im Sommer habe ich jetzt ein paar Sommerferientage eingeführt. Ja, das war jetzt nicht viel, was ich gemacht habe. Das war so das eigentlich. Genau. Und der Streichetag, der ist auch Schnee. Wir wollen keinen Schnee, habe ich gesagt. Mann. Na gut. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, hier feiern wir die Hochzeit an einem Montag. Oh mein Gott. Trauzeuge haben wir jetzt alles leider noch nicht, aber das macht nichts. Können wir dann immer noch alle fragen? So viel steht fest. Zane, naja, weiß ich nicht. Weil Cory mag ihn ja nicht. Ich glaube, wir laden ihn nicht ein. Miranda. Soll sie ihre Mutter einladen? Also ich glaube, sie würde schon gerne. Aber die beiden verstehen sich halt immer noch nicht wirklich. Ah, ich weiß es nicht. Daryl laden wir auf jeden Fall auch ein. Und natürlich seine Eltern. Ja, ich glaube. Laden wir auch Jordan ein? Ich weiß es nicht. Marvin, das wäre ja ihr Sohn. Nein, ich glaube, wir wollen keine Kinder auf der Hochzeit. Erik Marx. Wir laden Erik Marx. Doch, wir laden den auch mal ein. Ich weiß nicht, wie gut er und Cory sich kennen, aber ist ja egal. So, was wollen die beiden denn? Auf jeden Fall den Gang runterlaufen. Gelübde abgeben, ehrlicher Kuss, das definitiv. Trinksprüche, Reden halten. Oh, ich weiß nicht. Wir machen einfach mal ein bisschen alles. Getränke, Torten anschneiden. Hochzeitsschmaus auf jeden Fall auch. Der Hochzeitstanz und generell noch ein bisschen tanzen. Boah, das ist viel, ne? Okay. Und das haben wir hier aufgestylt, definitiv. Und ich wähle mal eine Farbe aus, mal schauen, ob das dann funktioniert. Und jetzt kommt der beste Teil. Wir wählen ihre Hochzeitskleidung aus. Ah! Und ich habe da tatsächlich für sie schon was wirklich, wirklich Wunderschönes gefunden. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Aber ich find's mega. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich schnell schauen. Ja, wir müssen es, glaube ich, immer auf dem ersten machen, ne? Jetzt muss ich es nur noch wieder finden. Das ist das Schwierigste. Aber ich habe mir wirklich was Wunder. Ja! Ich find's wunderschön. Es ist. Ein Traum von dem Hochzeitskleid. Und ich glaube, es ist genauso. Sophia wünscht sich eine richtig große, tolle Hochzeit. Ich glaube, das ist perfekt. Das passt wirklich perfekt. Schuhe nehmen wir diese hier, auch wenn man sie gar nicht sieht. Es ist ja egal. Oh, das wird so schwierig. Ich weiß es nicht. Was sollst du anziehen? Hier, ist das zu viel? Das ist zu viel. Dann doch eher so was Leichtes. Sieht man ja dann eh nicht wirklich. Hier auch. Nee, 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 das ist definitiv zu viel. So, sehr schlichte Sachen. Perfekt. Jetzt kommt zuerst noch eine Kette. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Wenn ich es denn finde. Das ist das andere Problem. Oh, ich tue mich da immer so schwer. Hier. Ich möchte, sie ist eher so ein bisschen dezent. Zumindest ja dann beim Schmuck. Das Kleid ist ja nicht so dezent, aber beim Schmuck definitiv. Und jetzt die Haare. Die Haare. Was machen wir mit den Haaren? So wäre auch schön. Oh mein Gott, ich werde mich so schwer tun.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Haare. Man könnte sie natürlich auch hochstecken. Nein, 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 nein. Nicht so. So, ja. Oh, oder so. Ja. Ja. Oh ja. Aber es kommt noch was. Ich habe mir noch was runtergeladen für sie. Und ich finde das so schön. Moment. Wo haben wir es? Hier. Ein Schleier. Ich überlege noch. Nein, ich glaube, wir nehmen den. Er sitzt nicht perfekt, ich weiß, aber ist egal. Ich finde auf jeden Fall, für sie muss es unbedingt ein Schleier sein. Und, ah, mein Gott, das sieht für mich, ich finde, das sieht wunderschön aus zum Heiraten. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich bin mega happy. Oh, die Nägel. Wir machen noch was. Also, es sind schon fast weiße Nägel, aber. Gut, wir haben hier noch solche. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir nehmen so ganz lange weiße Nägel. Ja. Ich bin mega happy. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Ihr habt sie jetzt halt schon gesehen. Zuerst habe ich überlegt, soll ich es als Überraschung? Aber nein, ich möchte wirklich die Hochzeitsvorbereitung komplett mit euch machen. So, jetzt ist natürlich auch Cory an der Reihe. Und da schaue ich jetzt mal gerade so die vom Hochzeitspack. Den finde ich halt wunderschön. Den finde ich echt toll. Und ich überlege tatsächlich, weil wir haben dann das Thema Pink. Ach, ich weiß nicht. Oder lassen wir ihn halt schon so. So. Oh. Ja. Ich finde das perfekt. Ich hoffe euch, wie gesagt, ich hoffe sehr, euch gefällt das auch. Sonst habt ihr halt leider Pech gehabt. Nein, ich glaube weiße Schuhe, ne? Ja. Und die Frisur. Können wir noch irgendwie was an der Frisur machen? Weiß ich nicht. Sollen wir überhaupt? Ich meine, mir gefällt diese Frisur. Irgendwie. Das könnte man natürlich, aber finde ich nicht so passend zu ihm. Die Haare wird er jetzt sich bestimmt auch nicht einfach abschneiden. Ah, ich bin da immer so genau, ne? Das ist schrecklich mit mir. Haare, Haare, Haare. Nein, nee, nee, nee. Ich glaube tatsächlich, wir lassen das dann bei ihm. Weil ich mag diese Haare eigentlich auch sehr. Ja, ich glaube, das lassen wir. Bei ihm gibt es jetzt halt nicht ganz so viel zu tun, aber macht ja nichts. Wir müssten ihn eigentlich noch einen Ring anziehen, ne? Aber ich glaube, ja, das kollidiert leider immer mit den Wimpern. Das ist ein bisschen doof. Das ist sehr, sehr schade. Aber ist leider so. Ja, also. Ach, die Schuhe. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee. Ich bin mir nicht zu 100% sicher mit den Schuhen. Ach, die passen am besten, finde ich. Okay, wow. Ich bin happy. Ja, jetzt fehlt noch der Kuchen und natürlich ein kleines Sträußchen, Blumensträußchen für sie. Aber beim Kuchen müssen wir schauen. Da gibt es, also zumindest bei mir, immer noch so ein paar kleine Problemchen, dass sie dann den Kuchen irgendwie nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Zumindest das letzte Mal, als ich es getestet habe. Und ich habe da ganz was Tolles vorbereitet. Ah, ich bin so, Entschuldigung. Ich habe in der Tat eine kleine Location vorbereitet für die Hochzeit der beiden. Es ist nichts Besonderes, weiß ich was. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich hoffe,
Es wird funktionieren. Wir werden sehen. Ja, und damit hätten wir die ersten Vorbereitungen schon gemacht. Ich kann es kaum glauben. Habe ich nicht Montag ausgewählt? Ich bin es gerade irgendwie ein Sehen. bisschen verwirrt. Ja, okay. Da war jetzt auch irgendwie gerade was durcheinander gekommen. Oh mein Gott. Wow. Wir haben die ersten Vorbereitungen gestartet. Jetzt brauchen wir definitiv noch Trauzeugen. Das wäre mir so ein Anliegen. Und ein Offiziant. Ich glaube, das wäre noch cool. Aber ja. Wann muss sie jetzt zur Arbeit? Ah, um 14 Uhr. Dann laden wir ganz schnell noch unsere Schwester ein. Denn ich habe mir wirklich überlegt, für sie ist es, glaube ich, ist Lola die allererste Wahl als Trauzeugin. Und das werden wir sie jetzt natürlich fragen. Und dafür laden wir Lola Rivas einmal zu uns ein. Hallo, Girl. Also ich hoffe, das geht, auch wenn sie Teenagerin ist. Ja, bitten auf der Hochzeit Trauzeugen sind zu sein. Ja, bitte frag sie das. Oh mein Gott. Hey Lola! Komm schon, frag sie, frag sie, frag sie, frag sie. Ja. Ah, oh, wie schön, sie freut sich. Oh, super. Ja, dann hat die gute Sophia schon ihre Trauzeugin. Das ist toll. Und Cory, wen fragen wir mit Cory? Jasminda und er sind halt sehr eng befreundet. Daryl und er noch nicht so, aber ich glaube, ich würde tatsächlich lieber Daryl fragen. Laden wir ihn doch einfach auch mal ein, pack die wieder bei dir ein. Und dann könntest du eigentlich dein Outfit ändern. Ja, ich würde tatsächlich gerne Daryl fragen. Ihn habe ich, doch, das habe ich schon erwähnt, dass ich ihn auch ein bisschen umgestylt habe, oder? Weiß ich nicht mehr. Sie sind ja eigentlich auch schon ganz gute Freunde. Oh, Mama ist wieder da. Ja. Gib mal Verlobung überhaupt bekannt. Das haben wir gar nicht gemacht, ne? Was? Estella Velasquez findet Cory klasse und möchte beste Freunde werden. Ja, natürlich, Mama. Dann fragen wir ihn auch mal irgendwie, ob er bitten, Snowbro zu werden. Was? Ja. Tu das mal. Was heißt das wohl? Bitten, Snowbro zu werden. Interessant. Oh Mama, bitte. Okay, das war Snow Bros. Hier, auf Hochzeit Trauzeugensim sein, bitte. Na? Hättest du Lust? Oh, er ist sehr verspielt, wir müssen aufpassen. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass meine Sims dann sterben. Er hat auch angenommen. Ah, wie schön, das freut mich. So, jetzt, Mama, du kannst eigentlich gehen. Sich zu beruhigen versuchen. Ich habe immer so Angst, dass sie dann sterben und plötzlich ganz hysterisch werden. Und das möchte ich nicht. Wo ist jetzt, ist Lola jetzt schon gegangen? Wo ist Lola? Oh mein Gott. Ich habe jetzt ganz kurz Angst gehabt, sie wäre irgendwie zu Kuhpflanze oder so. Und die hat sie jetzt gefressen. Oh mein Gott. Stellt euch vor. Ich hätte. Oh Gott, das kann uns ja auch passieren, dass andere Sims von ihr gefressen werden. Oh mein Gott. Ich überlege jetzt immer noch, ob wir seine Mutter oder seinen Vater fragen sollen, ob sie Offiziant werden. Also einer von beiden. Das wäre irgendwie voll cool. Ich glaube, wir fragen seinen Papa. Dann laden wir ihn halt nochmal ein. Ist ja egal. Und fragen ihn einfach, ob er Offiziant wird. Ich glaube, das ist cool. Und dann müssen wir. Huch, wer ist da vor der Tür? Ah, hallo Amara. Schön, dich zu sehen. Ja, wir haben gerade keine Zeit. Wir sind voll in den Hochzeitsvorbereitungen. Tut mir sehr leid, ein anderes Mal wieder. Und dann müssen wir unbedingt noch den Blumenstrauß kaufen gehen. Aber Sophia ist jetzt halt noch auf der Arbeit bis ewig spät. So, wo haben wir das? Bitten auf Hochzeit Offiziant zu sein.
Ja, mal schauen, was dein Papa dazu sagt. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn sie noch einen Offizianten haben. Na, was meinst du? Würdest du? Yes, natürlich, mein Sohn. Da freue ich mich doch riesig drüber. Ah, wie schön, wie schön. Wir haben jetzt Offiziant und die Trauzeugen. Ich glaube, Ringträger und Blumenkind lassen wir mal. Das brauchen wir nicht unbedingt. Aber er kann sich, wenn jetzt sein Vater schon hier ist, noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Und die beiden können noch so ein bisschen reden, weil er ist mit seinen Eltern wirklich sehr, sehr eng. Er könnte mit ihm auch Snowbro werden. Wie sieht eigentlich sein Bestreben aus? Gute Freunde mit 5 Sims, wir sind mit 3. Huch, möchte beste Freunde werden, natürlich. Und wir haben tatsächlich schon irgendwo wen beeinflusst. Interessant. Okay, die rennen jetzt immer zu der Kuhpflanze. Ich hasse es. Aber sie spielen immerhin nur mit der Kuhpflanze. Das ist ganz schön. Da bin ich noch froh. Cory ist mal wieder tot. Traurig. Sinn des Lebens. Welche Wahl hat Cory eigentlich? Alles, was er tun möchte, scheint immer außer Reichweite zu sein und von dem überschattet zu werden, was von ihm verlangt wird. Oh, der Arme. Wir wecken jetzt mal seine Geliebte hier auch auf, denn er möchte freundlich zu Sophia sein. Und das heißt, wir können danach auch wieder über Träume reden. Und dann wird sich das hoffentlich alles wieder regeln. Umarmen Sie doch einfach mal liebevoll. Das ist doch was. Liebevoll umarmen. Ich hoffe, das reicht schon. Ja, ihr zwei macht das doch so toll. Und jetzt können wir jetzt über Ängste reden, damit wir das gleich wieder dankbar sein. Das kannst du machen. Ist zwar nicht dein Elternteil, aber sei doch einfach dankbar. Das ist doch was. Und er hat den Elternteil gleich erfüllt. Ah, wie schön. Okay. Ich möchte doch nur über Ängste reden. Hier, über Ängste reden. Das ist so schwierig, da immer alles zu finden. Aber ich hoffe, dass wir ihn so auch gleich ein bisschen beruhigen können. Genau. Ja, das hat, glaube ich, funktioniert. Das ist toll. Ich weiß nicht, wir warten noch gerade ein bisschen, weil es vielleicht eventuell ein bisschen zu früh für nach Tatosa und die Läden machen wahrscheinlich etwas später auf. Nun, hier sind wir. Es ist leider nicht allzu schönes Wetter. Aber der Stand hat offen. Oh, wie schön. Und das heißt, wir würden jetzt mal einen Hochzeitsstrauß kaufen. Da kommen sie auch schon. Hallo, ich möchte gern ein Hochzeitssträußchen. Das sieht so toll aus. Das auch? Ich glaube, ich nehme das hier. Oh ja, unbedingt. Ah, mein Gott, können wir das kurz in die Hand nehmen? Nein, nicht Strauß festhalten oder nur schnell zum Gucken. Ja, unbedingt. Nein, jetzt hat sie ihn weggelegt oder was? Lass sie jetzt sein. Kann man dann wieder Strauß nicht mehr festhalten? Ah, er geht tatsächlich zurück. Okay, aber guckt ihn euch an. Wunderschön. Doch, doch, gefällt mir mega. Gut, okay. Und Cory, singt der uns gerade ein Ständchen? Ah nein, okay. Ja, mit diesem wunderschönen Gesang würde ich mich an dieser Stelle tatsächlich verabschieden. Das waren die Hochzeitsvorbereitungen. Und das heißt, es geht jetzt auch nicht mehr lange bis zur Hochzeit der beiden. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Und damit sage ich erstmal Tschüssi und bis zum nächsten Mal.